muss Dr. Lahnstein wieder den Therapeuten spielen. Wenn's bei mir rund läuft, dann kommst du ins Spiel. Und daran hast du ja Übung. Deine Liebe, das war alles gelogen. Ich will dich nie mehr. Wenn das wahr ist, dann... Das ist natürlich nicht wahr. Kompletter Schwachsinn. Ich habe diese Frau gestern das erste Mal gesehen. Frau Wadenfels Aussage ist eindeutig. Sie sagt, sie hat mir eine beachtliche Summe in Aussicht gestellt, wenn sie aussagt, ihre Frau zur Tatzeit gesehen zu haben. Die Alte lügt. Sie haben schon einmal versucht, ihrer Frau ein falsches Alibi zu geben. Ja, ganz genau. Glauben Sie vielleicht, ich bin so blöd und versuch's beim zweiten Mal auf dieselbe Tour? Glauben ist ja nebensächlich, die Fakten zählen. Was denn für Fakten? Das Gefasel von so einer alten Schachtel? Ihr Verhalten wird diesmal nicht ohne strafrechtliche Konsequenzen bleiben. Mein Verhalten? Ich hab nichts verbrochen! Hör auf. Spar dir dein Schmierentheater. Was denn, nicht mal du glaubst mir? Lydia, bitte. Fass mich nicht an. Alles in... Lydia. Gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass du meinen Brief liest. Lass es einfach. Gregor, jetzt warte doch mal. Halt du dich aus meinem Leben raus. Du hast das alles in den falschen Hals bekommen. Das war doch nicht gönnerhaft gemeint. Auch wenn du es mir nicht glaubst, ich will einfach nur, dass es dir gut geht, okay? Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mit meiner Frau geschlafen hast. Jungs, was ist denn los? Sorry, ich hätte wohl besser meine Klappe gehalten. Ja, danke für die Einladung. Egal, was passiert ist, könnt ihr das nicht endlich mal vergessen? Angekommen. Aber deswegen müssen wir uns jetzt nicht gleich um den Hals fallen, oder? Ja, schon klar. Danke. Bis später. Ich hab's gewusst. Nathalie, ich hab mich auf nichts Illegales eingelassen. Das hab ich dir doch versprochen. Gestern schlägst du mir vor, einen Zeugen zu besorgen. Heute taucht einer auf. Das passt alles zu gut zusammen, findest du nicht? Nein, Nathalie, ich hab wirklich... Also, tut mir leid. Die Kommissarin hat recht. Die Fakten sprechen gegen dich. Ja, gegen dich sprechen sie doch auch. Und du sitzt trotzdem unschuldig hier drin. Es wäre nicht das erste Mal, dass du dich nicht an ein Versprechen hältst. Nathalie, das alles macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte ich jemanden engagieren, der sich bei der ersten Gelegenheit verplappert? Hey, jetzt komm schon. Wenn ich was mache, dann mache ich's richtig. Tanja steckt hinter der Nummer. Ja, klar. Und du bist der Gute. Ja, also immerhin hat sie dafür gesorgt, dass du hier drin sitzt. Natürlich will sie, dass es so bleibt. Nathalie, vertrau mir. Ich weiß nicht mehr, wem ich vertrauen soll. Lars scheint eh überzeugt, ich hätte Kitty überfahren. Du diskreditierst mich durch deine Schnellschüsse bei der Polizei. Bitte, ich habe nichts damit zu tun. Bitte, ich möchte jetzt in meine Zelle. Verdammt noch mal. Wie soll ich dir jetzt helfen? Er hat mir gesagt, er will nichts von ihr. Dann ist es doch passiert. Und ich habe es als Letzter erfahren. Das muss total heftig gewesen sein. Jetzt kannst du wenigstens verstehen, warum er nicht unbedingt mein bester Freund ist. Ja, klar. Total. Aber warum gehst du denn nicht einfach aus dem Weg? Ja, das versuche ich ja die meiste Zeit über, aber bei der netten Einladung konnte ich schlecht Nein sagen. Zählt das als Kompliment? Nein, ich wollte mich nur vollfressen. Solange du in meiner Nähe bist, um mich zurückzupfeifen, kann mir ja zum Glück nichts passieren.
So langsam kapier ich, warum du so drauf bist. Was? Wie bin ich denn drauf? Naja, am Anfang habe ich gedacht, du bist so ein oberflächlicher Macho. Dankeschön. Na komm, also die Nummer, die du bei mir abgezogen hast, das war doch ziemlich bescheuert, oder? Aber jetzt kann ich es besser verstehen. Was denn? Dass ich ein oberflächlicher Macho bin? Nein, nein, natürlich nicht. Nur so ticken Männer nun mal. Hör zu, dein Ego ist halt ramponiert. Ist ja klar, nach so einer Nummer. Da braucht man eben ein bisschen Selbstbestätigung. Nein, nein, ich fand dich einfach nur attraktiv, ja? Sowas soll's geben im Leben. Dagegen habe ich ja nichts. Ich halt, stopp, du bist jetzt fertig. Pack dein Psychogelaber wieder ein. Warte, jetzt sei doch nicht sauer. Ich wollte doch nur... Ich und mein ramponiertes Ego. Wir müssen jetzt leider gehen. Vielen Dank für den schönen Vormittag. Na super. Breathe in, breathe out. Tell me all of your doubt. And everybody bleeds this way, just the same. Breathe in, breathe out. Move on and break down. If everyone goes away, I will stay. We push and pull, and I fall down sometimes. And I'm not letting go. You hold the other line, 'cause there is a light. Arbeit, meine Liebe. Diese Kommissarin hat mir meine moralischen Zweifel sofort abgenommen. Verpfeifen ist erste Bürgerpflicht. Ansgar, hast du mich nicht doch gerade auf die guten Sitten des Anklopfens hingewiesen? Ich habe Besuch. Ups, erwischt. Dafür wanderst du in den Knast. Und wie bitte willst du das anstellen? Ganz einfach. Unsere nette Dame hier wird Kommissarin Rolfes alles erzählen. Würden Sie das für den lieben Grafen tun und sich selber strafbar machen? Tut mir leid, kein Interesse. Und selbst wenn, dann stünde Aussage gegen Aussage. Und bei deiner momentanen Glaubwürdigkeit bei der Polizei... Das lass mal meine Sorge sein. Also, ich zahle Ihnen das Doppelte von dem, was die Ihnen zahlt. Was ist? Sind Sie taub oder was? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für die gute Zusammenarbeit. Ach, dann fahren Sie doch zur Hölle. Na, 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 Ansgar, hat dir niemand beigebracht, unsere Mitmenschen zu ehren? Halt die Klappe, Tanja. Ach, du Ärmster. So wie es aussieht, hast du es dir bei der Rolfes so richtig schön versaut. Oh, bist du auch schon da? Ein Traum. Tja, nach dem Auftritt bei Rebeccas Brunch musste ich auch noch ein bisschen die Familienehre retten. Ja, aber Hut ab. Du hast die Gastgeberin auf jeden Fall beeindruckt. Ihr könnt sie da einmal mit diesem Rebecca-Thema in Ruhe lassen. Ja, diese Frau interessiert mich nicht. Ja, das ist offensichtlich. Tja, und eigentlich schade. Eine Frau, die dir so viel durchgehen lässt, die findest du selten. Stimmt. Erst rennst du sie über den Haufen, dann schrottest du ihr Handy. Das ist repariert. Dann schmeißt du sie samt Kamera ins Wasser. Mhm. Das war ein Unfall. Und als Krönung gehst du dann auf ihre Einstandsfeier auf Leonard los. Dann hat sie sich königlich bei euch rausgeheult? Ja. Wir sind eben Männer, denen die Frauen vertrauen. Ach ja, dann haben wir noch ein bisschen getratscht und noch ein bisschen gelästert, hm? Rebecca war total fertig. Jetzt stell dich doch nicht so auf stur. Damit kommst du bei Rebecca nämlich auch nicht weiter. Hey Jungs, lasst mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Musst du nicht. Ich übernehme deine Schicht. Vergiss es. Und du entschuldigst dich bei Rebecca. Nein. Ich sag dir warum. Diese Frau hat voll die Psychokiste rausgeholt. Ja, und darauf kann ich nun sicher. Meine. Die Wahrheit tut immer weh. Hey. Gregor, was soll das? Du vögelst dich seit Wochen durch irgendwelche Betten. Und das machst du nur, weil du nämlich Sarah... Weil er sein Ego aufpolieren muss. Tja, manche Männer ist eben nötig. Mhm. Rebecca ist also nicht die Einzige, die das festgestellt hat. Trotzdem kein Grund, sie blöd anzumachen. Okay. Vielleicht habe ich ein bisschen überlegt. Ein bisschen ist gut. Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Los. Hier, Paprikahuhn. Sie magst du doch am liebsten. Schade, dass ich nicht mehr 5 bin. Damals hat es noch funktioniert. Und? Wie war's im Krankenhaus? Wie immer. Wie geht's Judith? Oh Mann, Mama, du bist echt nicht auszuhalten. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber... Gib dir keine Mühe. Ich bleib eh nur noch, bis Papa wieder zurück ist. Wie meinst du das? Also, wie ich sage.
Nur auf Nummer sicher gehen, dass du Papa auch wirklich sagst, dass du mit dem Freund eurer Tochter geflügelt hast. Oder hast du es dir vielleicht wieder anders überlegt? Willst du ihn weiter anlügen? Natürlich werde ich es ihm sagen. Aber es ist nicht so einfach. Erwartest du jetzt etwa Mitleid? Bitte, Fabian, hör auf. Gott, was soll ich denn deiner Meinung nach tun, hä? Hier weiter mit dir auf heile Familie machen? Nein, danke, ich hab keinen Bock. Wo gehst du hin? Raus hier, sonst fange ich noch an zu kotzen. Dein Mann ist da. Ich will ihn nicht sehen. Dann habe ich hier was anderes, was die Gesellschaft leisten kann. Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, lassen Sie mich mit dem Zeug in Ruhe. Ich trinke nicht. Keinen Schimmer, warum du dich so anstellst. Muss ich dir wirklich wieder wehtun? Ich bleibe trocken. Da können Sie machen, was Sie wollen, Sie Sadistin. Komm schon, Prinzessin. Hey, dir geht's doch wie jedem Alki. Ha? Du bist voll am Arsch. Deine Freunde, deine Familie, alle scheißen auf dich. Und deine Männer, die betrügen dich reihenweise. Nach Strich und Faden. Das hier, das ist dein einziger wahrer Begleiter. Hm. Nette Ansprache, Sie können jetzt wieder gehen. Wie Madame wünschen. Hey, was soll das? Oh, ein Leidensgenosse. Ich habe gehört, dass man den Fusel so richtig schmeckt, wenn man das liest. Silbermond. Schöner Name. Das passt zu dir. Er ist aber nicht ganz einfach. Aber du bist ja auch keine Anfängerin. Wir werden uns schon verstehen. Ja. Hey. Hey. Justus hat mir gesagt, dass du hier bist. Hi, Leonard. Hallo. Ja, ich lasse euch dann mal. Und viel Spaß mit Silbermond. Dankeschön. Hör mal, ich wollte mich entschuldigen wegen der Aktion heute Vormittag. Das war total bescheuert. Ist schon okay. Nein, es ist überhaupt nicht okay. Ich meine, du hast es nur gut gemeint und ich habe überreagiert. Ist echt schon vergessen. Trotzdem, wenn ich es irgendwie wieder gut machen kann. Also von Selbstmord war nicht die Rede. Ich dachte, du hast keinen Schiss vor Pferden. Hab ich auch nicht. Sie haben vier Beine, sie fressen Gras oder wahlweise Heu und kleine Mädchen schwärmen von ihnen. Große Mädchen auch. Du hast als kleiner Junge bestimmt von Feuerwehrautos, Baggern und Hubschraubern geträumt, hm? Als Großer auch. Deswegen bin ich auch Hubschrauberpilot geworden. Und wie bist du dann in der Gastronomie? Gelandet. Genau. Ich hatte einen Unfall. Und seitdem ist es vorbei mit der Fliegerei. Oh, das war bestimmt hart. Ja, das war es. Aber ich habe eins aus der ganzen Sache gelernt. Dass man sich auf nichts verlassen kann in der Welt. Auf Maschinen nicht und auf Menschen auch nicht. Siehst du das nicht etwas zu pessimistisch? Nein, realistisch. Naja. Man sollte sich nie von Dingen oder Menschen abhängig machen. Du liebst also deine Unabhängigkeit? Das hast du doch gemerkt, oder? Hab ich. Aufmerksamkeit hat dieser Vollidiot sowieso nicht verdient.
Los, mit Schmackes. Komm. Voll. Und? Besser, danke. Ich bin einmal in meinem Zimmer. Sicher? Ich dachte, wir könnten was trinken gehen oder so. Willst du noch mit reinkommen? Meinetwegen. Ich hol uns dann mal was zu trinken. Okay. Und wie geht's dir? Beschissen. Ich halte es zu Hause bei meiner Mutter einfach nicht mehr aus. Sie versucht krampfhaft auf normal zu tun. Das macht mich dermaßen aggressiv. Dann willst du von zu Hause weg? Ich will nur noch mal hin, wenn mein Vater zurückkommt. Ich will sicher gehen, dass sie nicht wieder kneift. Na ja, jetzt, wo alle Bescheid wissen, hat sie wohl keine andere Wahl mehr. Der traue ich alles zu. Wann ist denn die Baumesse vorbei? Übermorgen. Bleib doch bis dahin einfach hier. Also nur, wenn du willst. Ja, okay. Super, dann bezieh schnell das Bett neu. Du lass mal. Die zwei Nächte penne ich hier auf diesem gemütlichen Sofa und kuschel mit dem Polohemd. Was glauben Sie eigentlich, warum ich Ihre Kanzlei einen Haufen Geld bezahle? Sie werden es ja wohl schaffen, so eine lächerliche Anzeige abzuschmettern. Ja. Ja, vielen Dank. In diesem Saftladen vielleicht mal einen Kaffee bekommen? Selbstverständlich, gerne. Wissen Sie was, machen Sie einen Karachio draus. Und bitte was? Schütten Sie einfach einen Schluck Brandy rein, ja? Alkohol ist keine Lösung. Bist du noch sauer auf mich? Zisch ab, Tanja. Die Frau scheint dir wirklich nicht gut zu tun. Wenn ich Natalie erstmal aus der Urhaft draußen habe, wirst du sehen, was dir alles nicht gut tut. Ich will deinen Enthusiasmus ungern bremsen, aber deine Chancen stehen schlecht. Das werden wir ja sehen. Und selbst wenn es mich ein Vermögen kostet, Natalie ist es mir wert. Wann ist aus dir eigentlich so ein sentimentaler Trottel geworden? Dieser ganze Aufwand, um ein seelisches Wrack aus dem Knast zu holen. Du könntest es einfacher haben. Ich könnte dir alle Beweise liefern, die Natalie entlasten. Für eine kleine Gegenleistung, versteht sich. Vergiss es. Komm schon. Deine Gelegenheit, zwei Frauen auf einmal glücklich zu machen. Tanja, dich werde ich nie heiraten. Unser Streit fängt an, mich zu langweilen. Lass uns Mann und Frau werden und aufs Wesentliche konzentrieren. Hannes zurückzubekommen. Sag mal, was glaubst du eigentlich? Ich finde, das ist wirklich nur ein kleines Opfer für deine große Liebe. Lass mich doch von dir nicht erpressen. Wenn du dabei zusehen willst, wie Natalie im Knast verreckt, auch kein schlechtes Schauspiel. Du miese kleine Schlampe. Redet man so mit seiner zukünftigen Braut? Ein Kaffee, bitte sehr. Darf ich Ihnen denn was bringen? Ich bin so gut wie weg. Was glaubst du? Wie lange hältst du es noch aus, deine süße Natalie unschuldig leiden zu sehen? Egal. Ich hab Zeit. Hey, du warst gar nicht so schlecht. Oh, vielen Dank. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mein Pferd das genauso sieht. Sieht so aus, als ob ein Gewitter aufzieht. Das da hinten, das ist nicht für heute Abend hier. Ja, wer ist hier der ausgebildete Pilot, ha? Wetterprognosen, die habe ich im Blut, ich spüre sowas. Lass uns trotzdem lieber umdrehen. Nein, meine Strafe beginnt mir langsam Spaß zu machen. Warte bis morgen, da wirst du jeden Muskel im Körper spüren. Ja, das wird es mir wert sein. Du hast natürlich keine Probleme, richtig? Naja, ich war schon mal besser in Form. Ich habe dich jetzt die meiste Zeit zwar nur von hinten gesehen, aber was ich da gesehen habe, das war schon gar nicht schlecht. Schleimer, echt. Na, immerhin hast du deinen Gaul im Griff gehabt. Klar, bisher habe ich noch jeden Hengst gebändigt. Habe ich das eben wirklich gesagt? Wie war das? Irren ist männlich. Ja.
Und wie geht es, Natalie? Sie haben mich nicht zu ihr gelassen. Ach, komm schon, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe gerade mit Lars gesprochen. Anscheinend hat Ansgar eine Zeugin gekauft und ist dann aufgeflogen. Oh mein Gott. Ja, bitte. Ansgar, ich dachte, du wolltest Natalie helfen. Und jetzt gefährdest du ihre Freilassung. Ich hab die verdammte Alte nicht gekauft. Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass wir dir das glauben. Oh, natürlich nicht. Aber ich erwarte, dass ihr euch wenigstens ein bisschen darüber freut, dass wenigstens irgendjemand was unternimmt. Denn ihr sitzt ja mal wieder nur rum und palavert. Ach, tu doch nicht so, Ansgar. Du willst sie doch nur an deiner Seite, damit du Hannes zurückbekommst. Tja, eine inhaftierte Ehefrau ist eben doch nicht das beste Aushängeschild fürs Jugendamt, nicht wahr? Warum setzt du dich sonst so für sie ein? Wo wäre ich nur ohne eure moralische Unterstützung? Da bin ich einmal ehrlich. Und was hab ich davon? Eine Anzeige, die Frau, die ich liebe, will ich nicht mehr sehen. Und nicht mal bei euch kann ich damit Smiley-Punkte sammeln. Ja, genau. Mir kommen gleich die Tränen. Euch nicht auch? Du musst schon zugeben, Ansgar, dass deine Wandlung sehr plötzlich kommt. Schon gut. Gebt euch keine Mühe, mir beizustehen. Daran seid ihr sonst ja auch nicht so groß. Siehst du? Geht doch. Am besten ich frage Christian, ob er mir den Verein zwei Nächte ausleiht. Wieso willst du eigentlich nicht bei mir im Zimmer schlafen? Ja, wegen der Frühschicht und so. Und außerdem ist das doch total kuschelig. Am besten ich gehe gleich mal runter zum Limits und frage Christian. Hey. Warte. Jetzt lass doch mal diese alberne Schlafsacknummer. Seitdem du von der Sache mit deiner Mutter und Sebastian weißt, gehst du mir aus dem Weg. Kann sein. Ich kann ja verstehen, wenn du sauer bist, aber wir müssen reden. Ich komme mir ziemlich verarscht vor. Ist doch logisch, oder? Ich wusste nicht, wie ich mit der Sache umgehen soll. Du hättest es mir sagen sollen. Ich wollte nicht, dass dir schlecht geht. Ja, super. Das hast du jetzt geschafft. Judith, wir haben uns doch geschworen, immer ehrlich zueinander zu sein, oder? Ich weiß. Und wie passt das hier alles zusammen? Genau, gar nicht. Jetzt renn doch nicht schon wieder weg. Langsam frage ich mich, willst du überhaupt noch mit mir zusammen sein? Okay, also die Dusche haben wir schon mal gespart. Steht hier aber der Wetlock. Aha, also daher die falsche Wetterprognose dann. Ich muss ja auch mal an mich denken. Hey, ich war noch nicht fertig. Gib her. Nein. Gib her, komm. Komm. Und ich dachte, du wolltest die Finger von mir lassen.